Hey Leute, heute wird es richtig wild. Ich bin richtig aufgeregt. Die geisteskrankste Farbe, die wir bisher umgebaut haben. Der neue Block Performance mit allen Performance Parts von außen. Hier ist er. Mintgrün, ich finde, das ist eine der heftigsten Farben für M4. Wir haben bei JP schon gesehen, M3 Touring steht die Farbe auch sehr, sehr gut. Hier haben wir jetzt eine Riesenausnahme. Der Block Performance, der wird nicht für uns gebaut, sondern der Kunde hat uns den Auftrag gegeben, ihn zu bauen. Wir haben mit ihm abgestimmt, dass wir diese Farbe nehmen. Bei den Felgen, ganz ehrlich, wenn ich es für mich bauen würde, würde ich die schwarz nehmen, aber könnte auch cool wirken. Ich finde, dieses Auto sieht sowieso schon mit den Parts aus wie ein getuntes Auto, aber wir wollen jetzt nochmal richtig drauflegen mit den Performance-Parts. Das Einzige, was wir nicht machen, ist die Abgasanlage. Ihr könnt ja unten mal abstimmen, ob ihr sagt, Abgasanlage muss sein oder muss nicht sein. Ich darf zugeben, nachdem ich die jetzt lange gefahren bin, ich bin nicht der größte Fan, aber der Rest, Frittentheke, Schweller, all das muss passieren und darauf habe ich richtig Bock. Deswegen lasst gleich mal ans Auspacken gehen. Ich habe nämlich hier schon richtig lange Pakete gesehen und erst habe ich ein bisschen überlegt, was da drin sein könnte, aber ich denke, es wird die Seite sein. Wie geht denn das auf? Unboxing-Video, alter Schwede. Ich bin jetzt gespannt, wie schwer so ein Teil auch ist, weil eigentlich muss es ja sau leicht sein. Junge, geht mal hoch. Vielleicht? Scheiße, Alter, ich hab das fast gefischt. Das wiegt so viel wie ein schweres Buch. Das kann man sich nicht vorstellen, wie krass leicht das ist. Und es wird bestimmt auch megamäßig aussehen. Jetzt bin ich mal gespannt. Vorher schon die Carbon-Parts kaputt gemacht. Perfekt. Obwohl, ist ja unkaputtbar. Als hätte ich noch nie was ausgepackt. Guck mal den Unterschied. Wir hatten das ja bei unserem nicht, aber ich verstehe gar nicht, warum wir es bei unserem nicht gemacht haben. Das sieht ja so mega aus. Bitte? Ich bin voll gegengekommen. Was mache ich nächstes Mal mit dir? Mal gucken, wie du dann schwitzt. Wir wollten uns mal was Kleines angucken, oder? Allein das Paket ist so leicht. Luft. Hast du ein Messer? Hey, wir sind in der Werkstatt und was nehme ich, um ein Paket zu öffnen? Ein Schloss. Welcher Idiot ist auch mit einem Anzug in der Werkstatt? Hast du einen Schlüssel? Ja. Danke, dass du mir jetzt schon gibst. Wirklich, Hammer. Richtig mit. Ja, auch deine Schnelligkeit ist brutal. Geil, wenn alle so, das liebe ich am meisten, wenn alle zugucken, wie einer struggelt und dann... Oh, ich hätte auch die Lösung für dich, aber boah, warum gleich? Okay. Finde ich sehr spannend. Was könnte das sein, Alia? Ich glaube vorne, ne? An der Stoßstange, diese Lufteinlässe. Vollkommen falsch. Ja? Nein, richtig. Ich habe das in der Hand und kann mir einfach nicht vorstellen, dass das daran... Ja, brutal. Wahnsinn, wenn man das so in der Hand hat, kann man sich das gar nicht vorstellen. Mega. Schön hier in so ein Nachthemd hier eingepackt. Wie wäre es, Block Performance Mint? So, jetzt haben wir mal alle Parts drumherum gelegt, die der M4 bekommt. Und ich finde, es sieht so schon mega aus. Wir haben diese kleinen Sachen wie die neuen 50-Jahre-Logos. Wir haben die unfassbaren Lufteinlässe und es ist wirklich so krass, wie leicht die sind. Dann diese Dinger. Wie heftig kommen die bitte? Wird komplett anderes Auto. Sehr, sehr cool. Die kleinen, ich nenne sie immer Wimpern, kommen dann hier ran, werden bestimmt auch sehr stark aussehen. Diese hohe Linie von den Reifen, von den Seitenschwellern, nimmt der Wagen mit den Performance Parts einfach hinten wieder auf. Und wie schön rundet sich das ab, das ist krank. Wird heftig, oder? Mit der Farbe. Nochmal ganz anderes Auto. Spoiler, gut, kennen wir schon, hatten wir bei unserem auch. Wir haben ja gesagt, wir sind sehr skeptisch beim M2 Spoiler, aber der hier, absolutes Favorite Part bisher von BMW. Alles richtig gemacht. Also egal, wer das an seinem Auto hat, ich kann es nicht verstehen, wie man den drauf lassen kann, wenn man den noch zusätzlich macht. Beides zusammen hat wirklich überhaupt keinen Sinn. Und meiner Meinung nach sieht es auch einfach nicht gut aus. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich finde, wenn der da drauf kommt, muss der hier ab. Aber Geschmackssache. So, jetzt starten wir endlich mit dem Umbau. Ich bin sehr gespannt, wie diese ganzen Performance-Parts sich auf unserem neuen Block Performance M4 machen. Let's go, würde ich sagen. Und ja, ich habe Bock auf das Auto. Lass uns gucken, wie es aussieht, oder?
So, wir sind jetzt zwar bei Hyundai, aber es geht jetzt zu was ganz Besonderem und ich bin richtig heiß darauf. Es geht zu unserer Tiffany Edition vom M4 und er ist ready. Ganz ehrlich, ich könnte ihn mir so schon in die Garage stellen. Spoiler und Tuch drauf, schon mal Beste. Ready? Dieses Auto ist so schon der Hammer. Ich finde, der M4 ist schon ohne die Performance-Parts ein Auto, was aussieht, als wäre es getuned. Aber durch die Performance-Parts, BMW sagt, man kann es sportlich individualisieren. Ja, man kann sich ein bisschen ausleben. Man kann wirklich viel draus machen. Unsere Pommes-Theke, ich finde, ich geh noch mal ein Stück. Wenn man das von hier sieht, dieses Auto sieht so viel länger, brutaler, böser aus durch dieses Ding. Aerodynamik gewinnen wir, alles klar. Ich meine, es hört sich, ich hätte vor einem Jahr über mich selber gelacht. Ich merke das beim Fahren. Ich merke diesen Spoiler, es fährt sich anders. Meiner Meinung nach fehlt ein bisschen der Carbon-Diffusor. Wir haben aber die Carbon-Winglets. Sieht sehr stark aus. Die werden hier von der Seite wieder aufgenommen. Finde ich auch ein sehr, sehr heißes Detail. Viele Teile sogar teilweise in Handfertigung gemacht. Ich habe mich erstmal gefragt, ob man hier hängen bleibt, wenn man aussteigt. Nein, absolut ohne Probleme. Dann haben wir hier wieder was Kleines, was fehlt. Carbon, ne? Carbon. Fehlt, dafür haben wir es hier, was ich unnötig finde. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr das genau anguckt, alle Carbon-Teile sind wirklich 100 von 100 Punkten. Außer dieses. Warum? Weißt du nicht. Guck mal ganz kurz auf dieses Carbon und guck mal auf dieses Carbon. Das ist eine andere Farbe auch, ne? Es sieht irgendwie etwas anders aus. Kriegt man das nicht hin, dass das gleich ist? Also das verstehe ich nicht. Wäre auf meinem M4, den ich für mich bauen würde, nicht. Wie heißen die Dinger nochmal? Warte mal ganz kurz. Gegoogelt wird das. Air Breather. Das sind die Air Breather. Bei Mini heißt es Side Cuttles, hier heißt es Air Breather. Wie auch immer. Die Dinger gibt es auch in Carbon. Sehr heiß, ist komplett Carbon dann. In unserem letzten M4 Performance hatten wir die. Ich habe schon mal gesagt, hier Chrom finde ich sehr geil langsam, habe ich mich sehr daran gewöhnt. Und was ich auch sehr, sehr feiere, ist der Frontsplitter. Sieht super, super, super cool aus auf dem Auto. Hatte ich beim letzten M4 nicht. Hat mir tatsächlich sogar ein bisschen gefehlt. Macht das so ein bisschen komplett mit hinten, dem Spoiler, vorne der Splitter. Lufteinlass aus Carbon. Sehr stark im Carbon-Paket schon Anfang an enthalten. Was ich dazu sagen muss, wir sind auch selber Performance-Parts-Händler. Das heißt, ich sag mal, mit etwas bevorzugten, wie sagt man das? Also ihr kriegt bessere Preise bei uns. Wir sind Performance-Parts-Händler, das ist so für so ein paar Händler, die sich darauf spezialisieren. Und deswegen können wir manchmal für viele Sachen ein bisschen bessere Preise machen. Sehr, sehr geile Winglets. Dachte am Anfang tatsächlich, ja, Winglets, alles klar. Sehen, für mich sind das immer die Wimpern. Sehen geiler aus, als sie bringen. Ich denke auch nicht, dass man das vielleicht in einem, ja, vielleicht in einem Test würde man es ein bisschen merken. Aber das bringt nichts wirklich, aber bringt sehr, sehr viel im Look. Ich feiere die sehr. Das Auto innen, tatsächlich einfach ein Standard M4 mit Carbon-Paket für innen. Super wichtig für die Scheitpedals. Das kennen wir aber alles schon aus unserem anderen Video. Was man sich angucken muss, wenn wir jetzt einsteigen, guckt mal auf den Curve-Display. Curve-Display ist neu und hat eine sehr geile Animation, sagt dir sehr schön Hallo, wie ich finde. Er begrüßt dich erstmal, M-Logo, M-Look, sehr dynamisch und jetzt kommt's. Er zeigt dir einfach dein Auto. Fehlen noch die Performance-Parts, aber er zeigt dir vorher einfach dein Auto. Wirklich, wirklich Endstufe. Wenn euch dieses Video zum Tiffany M4 gefallen hat, dann schreibt uns das gerne, gibt einen Daumen hoch, wie man das auch immer macht. Macht die Glocke an, weil beim nächsten Video, vielleicht wird es das nächste, das übernächste, kommt auch wann das Auto kommt, kommt der M2, unser Block Performance M2 und dann wird auch in alles mit Performance Parts ausgestattet. Also, teilen, liken, followen, abonnieren, haut rein und ja, bis zum nächsten Video.